In Deutschland feiern wir Silvester mit Raketen, aber wie feiert man das in anderen Ländern? Mal gefragt, wie man Silvester in anderen Ländern feiert? Wir werden euch etwas von China und Russland erzählen. Fangen wir mit dem Kalendersystem an. Es gibt verschiedene Kalendersysteme. Dadurch ist Silvester immer anders. Zum Beispiel in China, dort ist es ein Frühlingsfest. Es wird der Übergang vom Winter ins Sommerhalbjahr gefeiert. In Russland zum Beispiel wird vom 30. Dezember bis zum 8. Januar gefeiert. Wusstet ihr, dass das Feuerwerk ursprünglich aus China stammt? Es wurde dort im 15. Jahrhundert erfunden. Es gibt viele verschiedene Traditionen. Zum Beispiel in China werden riesige Speisetafeln für das chinesische Frühlingsjahrfest gedeckt. In Russland heißt der Weihnachtsmann Väterchen Frost und seine Helferin ist Snegurechka. Egal, ob man feiern so mag, jede Kultur hat seinen eigenen Charme.